Druck für den SSC. Und er ließ Handke schlicht auf. Der allerdings geht wieder ins Netz. Ja, das war der zweite Aufschlag von Denis Hanke, der heute ins Netz geht, der sechste insgesamt. Wir zählen mal weiter. Zum Vergleich zwei auf der Seite des USC Münster. Und nun an der Angabe Christine Kaspersky. Und auch sie macht die Sprungaufgabe und es fruchtet. Punkt für den USC, 5:4. Und erneut Christine Kaspersky. Aber auch sie, die Angabe ins Netz, 6:4 für den SSC. Ja, da hat sie sich ganz ihren Kolleginnen aus Schwerin angepasst. Im Herzen immer noch eine Schwerinerin, Christine Kaspersky. Mit Sicherheit, glaube ich. Und jetzt kommt Mia Topic. Sehr schöner Ballwechsel bisher. Und da macht sie den Punkt, die Topic, die Mia Topic. Wieder die Lücke gefunden und wunderbar abgeschlossen. 7:4. Ja, auch da super den Block gestellt von den Münsteranern. Klasse geholt von Mira Topic den Ball. Er dann wieder geholt von Patricia Dormann. Ein ganz klasse Ballwechsel. Und er war jetzt im Aus. War eigentlich schön gedacht von Nadja Schaus. Aber der Ball war leider etwas über die Linie und deshalb Punkt für Münster. Aber es ist toll anzusehen, was sie jetzt hier spielen auf dem Platz. Ja, das hat schon jetzt ein bisschen an Niveau gewonnen, das Spiel. Ne? Jetzt steht 7:5, Münster schlicht auf. Adlerow war mit dem Punkt nach Angabe von Ines Barton. Und damit technische Auszeit 8:5 für Schwerin. Ja, also das Spiel hat hier an Können natürlich zugelegt, besonders von der Münsteraner Seite. Wie gesagt, der zweite Satz ist nicht mehr so eindeutig dominiert von den Heimspielern, von dem SSC, sondern Münster. Der Trainer hat wohl die richtigen Worte in der ersten Pause gefunden. Ich bin mal gespannt, jetzt abzuwarten, was du vorher schon sagtest, dass Schwerin den ersten Satz immer sehr, sehr stark angeht und danach dann nachlässt, gerade im zweiten Satz. Du hast es nicht so, dass Schwerin groß nachgelassen hat, sondern Münster hat sich sehr, sehr gesteigert jetzt hier im zweiten Satz. Aber ob Schwerin vielleicht hinten abfällt im zweiten Satz und ihn unglücklich vielleicht sogar abgeben muss, was hier noch keiner erwartet, und dann kann das auch ein richtig spannendes Spiel werden hinten raus. Ja, auf alle Fälle. Also es ist kein Selbstgänger hier. Mit Sicherheit nicht. Und das wissen auch die Damen von Tora Alexandersen. Sie spielen bisher ganz konzentriert. Wenn sie die Fehler bei den Angaben noch ein bisschen reduzieren können. Und da ist der Punkt für den USC Münster. Ja, Andrea Berg hat da richtig und schnell reagiert, den Ball geholt. Und den Punkt gemacht, aber vorher eigentlich klasse geholt von den Schweriner Spielerinnen. Die da hinterhergehen, den Ball sich holen. Aber ganz gereicht hat es nicht. Angabe für Münster jetzt durch Andrea Berg, die eben auch den Punkt macht. Aber da ist der SSC gleich wieder in der Spur zurück. Die Nummer 7, Patricia Thormann mit dem 9:6. Aber korrigiere mich, wenn ich mich irre, auch die Angabe der USC Münster, auch wenn ich ins Netz... Das wirkt mir zu schwach, das bringt keine richtige Gefahr. Setzt Schwerin nicht unter Druck und macht es leicht, den Angriff zu stellen für den Punkt. Und der war drin, Hanna, mit dem Punkt für den USC Münster. Das war gut. Für Schwerin war der Punkt. Oh, war er doch weg? Dann habe ich das missgesehen. Dann 10:6 für den Schweriner SC. Und Thormann bei der Angabe.
Der geht jetzt aus. Punkt für Münster, 10 zu 7, Entschuldigung. Ja, das war, da ging ein Raunen durch die Halle. Da haben doch nur ein oder andere vermutet, dass der noch reinfallen könnte vom Mira-Toppelt. Der Ball, aber den hat sich Münster erarbeitet, den Punkt. Ja, den hat die Topic aber auch noch gut angenommen. Also da schien ja eigentlich schon weg, der Ball. Und da ist der nächste Punkt für den SSC durch Anja Brandt. 11 zu 7. Ah, das war mit wenig Übersicht gespielt. Das hat Anja Brandt recht früh schon gestanden für den Mittelblock auf die kurze Variante. Aber da haben die Alternativen auch gefehlt. Und deswegen der Punkt für den Schwerin durch den Block von Anja Brandt. Ja, und Auszeit. Ja, Auszeit genommen vom USC Münster. Ja, denn das Spiel, das Ergebnis gewinnt wieder an Deutlichkeit jetzt im zweiten Satz. Obwohl das Spiel der Münsteraner immer noch besser ist als im ersten. Ja, auf alle Fälle. Also manches wirkt noch zu lethargisch bei den Gästen, aber die Körpersprache bei einigen ist nicht so wie auf Schweriner Seite, muss ich leider auch feststellen. Naja, vielleicht die stundenlange Herfahrt mit dem Bus und so weiter. Aber wir geben die Münsteraner noch nicht auf. Also Gegenwehr leisten sie immer. Man muss natürlich auch sagen, dass Schwerin momentan mit einer richtig breiten Brust kommt, riesen Selbstvertrauen haben und das kann natürlich auch ein wenig dazu beitragen, den Gegner ein wenig, ich will nicht sagen Angst einzuflößen, aber Respekt auf jeden Fall. Und Respekt zeigt der USC Münster. In Form jetzt von Ines Barton mit dem Schlag ins Netz. Ja, das war eben symptomatisch. 13 zu 7 für den SSC und die Nummer 2 Adlerrobber für die Aufgabe des SSC. Und noch super geholt. Und da waren sie die gefährlichen Diagonalschläge der Christine Kaspersky, aber Punkt für den SSC zum 14 zu 7. Haben Sie diesen Aufschrei gehört, liebe Zuschauer? Gänsehaut-Feeling in der Schweriner Arena. Das war ein Weltklasse-Spiel. Adlerrobber jetzt mit der Netzangabe. Und er rutscht der Ball durch die Hände von Gwendolina Horstmann. Und der Punkt für den Schweriner SC. Ja, ein bisschen Glück, glaube ich, gehört auch dazu, aber sei es wie es sei, 15 zu 7, Adlerrobber schlicht auf. Ja, Wechsel wieder auf Seite des USC Münster. Lea Hildebrand kommt jetzt für Gwendolina Horismann. Und die, der siebte Aufschlag, der ins Netz geht auf Schweriner Seite, diesmal von Adlerrobber, 15 zu 8. Und es beginnt der erste Wechsel, Adlerrobber geht raus. Auf Schweriner Seite und Janine Völker kommt. Gott sei Dank wird das noch nicht bestraft vom Gegner, die Fehlangaben, ne? Und der Block steht wieder, Punkt für Schwerin. 16 zu 8, zweite technische Auszeit. Ja, Denise Hanke war das gerade, wobei man sagen muss, dass momentan Schwerin, wie sie sich präsentieren, gerade auch im Arbeiten gegen den Ball, diese Angriffe, diese Abfangen, die Bälle, die sie holen, auf einem Niveau ist, was der USC Münster heute einfach nicht liefern kann. Momentan zumindest, bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich habe die Münsteraner, wie gesagt, die Saison noch nicht spielen sehen. Ja, wir wollen mal gucken. Auch die Münsteraner sind ja im Pokal schon längst rausgeschieden, wie der SSC auch. Also die können sich hier auch voll und ganz auf die Liga konzentrieren und das machen sie auch. Und am letzten Wochenende ging es auch ziemlich daneben. Zu Hause gegen den Dresdner SC verloren sie 0 zu 3. Wollten hier heute einiges wieder gut machen. Bislang ist es ihnen nicht so gelungen. Mal sehen, was hier noch passiert. Ja, in dem gucken wir mal kurz auf die Ansetzungen der Bundesliga am heutigen Tag. Das Zürich-Team
Spiel gegen SV Sinsheim, Dresden hat Köpenick zu Gast. Springmünden, Münster haben wir hier, Allgäu-Team Sonthofen empfängt die VfB Suhl, Alemannia Aachen, auch übrigens Hamburg und Smart Allianz Stuttgart, den Wiesbaden. Und Anja Brandt mit der Angabe und der war drin. Der war auf der Linie, Punkt für den SSC, 17:8. Und direkt die nächste Auszeit hinterhergenommen vom USC Münster. Und dann kann ich auch sagen, ich habe mit Ture Alexandersen gesprochen im Laufe der Saison. Der meinte, so ab dem Dresden-Spiel müssten wir auf unserem Leistungsniveau sein, auf unserem Top-Niveau. Und einen Tick später waren sie es dann auch. Für Dresden ein Tick zu spät. So, das Spiel dann knapp verloren. Aber momentan, was ich heute hier sehe, das begeistert mich wirklich, was Schwerin hier spielt. Ja, kann ich nur bekräftigen. Also es macht viel Freude, viel Spaß, hier so zu sehen, wie der SSC auch. Die Gesten, die sie hier in der Auszeit an den Tag legen, sehr entspannte Gesichter, sehr konzentriert. Und der nächste Punkt für den SSC, 18:8. Ines Barton hat da wieder das Gestänge angeschlagen an der Seite. Und das darfst du natürlich nicht. Das passiert ihr aber auch schon zum dritten Mal heute. Ja, das Mädel scheint nicht so ganz auf ihr Leistungsvermögen abrufen zu können. Und er war am Aus vom USC Münster, Punkt für Schwerin, 19:8. Ja, und der Tura hat die Möglichkeit durchzuwechseln. Nadja Schaus geht nun aus der Partie und Berit Kaufeld kommt für den Mittelblock. Und für die Angabe steht bereit Anja Brandt mit der Nummer 12. Wir haben auch gesehen, Denise Hanke wird auch gleich die Platte verlassen und Marie Frick wird ihre Einsatzzeit bekommen. Die Angabe geht ins Aus. Und es steht 19:9. Und Kaspersky nun mit der Angabe. Und wir hören unter uns, die Münsteraner Fans sind überhaupt nicht zufrieden mit dem Spiel ihrer Mannschaft. Punkt jetzt von Kaufeld. Wir wollen euch kämpfen sehen in einer recht frühen Phase des Spiels. Und das sagt alles über dieses Spiel aus. Ja, es steht jetzt 20:9 und ich hatte eigentlich auch nicht erwartet, dass dieser zweite Satz so deutlich wird. Ich bin auch sehr überrascht, dass zu Anfang sah es ja auch nicht aus. Sie hatten ja die 7 Punkte schon vor einigen Minuten und jetzt sind es 9 an der Zahl. Und der SSC hat mittlerweile 20 und vorher stand es eben damals, oder vor einiger Zeit stand es 9:7. Ja, und jetzt ist Marie Frick auch im Spiel, wie eben angesprochen, gleich mit der Angabe. Kann auch erst den ersten Punkt bejubeln für den SSC und niemand freut sich so sehr darüber, dass er spielen darf wie Marie Frick. Ja, wunderbar, auch dieser wieder abgeschlossene Ball. 21:9 und die Zuschauer sind hier mehr als zufrieden, solange sie SSC-Fans sind. Und Marie Frick mit dem Aufschlag. Und Christine Kaspersky macht den Punkt für den USC Münster, 21:10. Ja, das hat den Fanblock hier unter uns, das USC Münster